Salut Wissama, der Jean-Claude Kühn kommt heute in unserem Frau der Freistrau. Zuerst davor trafen wir den Serge Rieger. Er hat gerade ein Karaoke für Kinder auf Elsässisch aufgebracht. Drüben auf der Matte sitzt ein Känguru. Es geht durch die Lade, es ist ein Känguru. Lösen wie sie tanzen, alle Känguru. Hören wie sie singen, alle Känguru. Känguru, Känguru. Kleine Kangu, Henken roh, Henken roh, Henken roh, tanzen in den Nähe Schuh. Und da muss man aufstehen und ein bisschen tanzen dazu. Und das geht dann so. Achtung. Känguru gehört zu den 12 Liedern, die Serge Rieger für seine neue CD gewählt hat. Eine CD für Kinder, ganz auf Elsässisch, Horisch, der Storisch. Durch die CD hoffe ich, dass es ein bisschen verteilt wird auf dem Elsass und wieder in Amerika, bestimmt. Ja. Und wenn vielleicht eins, also so, so wie das Känguru, das ist ja so einfach, oder dann habe ich auch noch ein Elefant auf dem Apfelbaum, die sind ganz, ganz einfach und immer ein bisschen selber. Und auch wenn Kinder, wenn sie es mal im Kopf haben, ich meine, die mit denen, wie ich singe in der Schule, wenn es mal drin ist, dann geht es nicht mehr raus. CD ist das Resultat von den 12 Jahren, die er mit Schülern vom Nord-Elsass verbracht hat. Er singt regelmässig mit 20 Schülern und mit 1400 Kindern. Für aber mit diesem Projekt noch andere zu erreichen, hat er sogar heute ein Karaoke aufgebracht. Seine Lieder sind schon kostenlos auf YouTube zu finden. Auf dem Apfelbaum winken der Bekannte im Bärenbaum. Wenn es um ein Schmetterling geht, dann kommt ein Schmetterling, um einen Vögel, kommt der Vögel, um einen Baum, kommt der Baum. Und ich hoffe, dass Kinder eventuell allein ein Lied lehren. Das Rektorat ist ja ein bisschen dabei im Projekt. Es kann auch eventuell in die Klasse kommen, das, der CD oder der DVD mit dem Karaoke drüber. Und das dann, dann ist es eine Hilfe für den Lehrer oder die Lehrerin, dass er eventuell das Bild aufhört, zu defilieren. Und das auch, jetzt machen wir mal diesen Vers, jetzt machen wir mal die Strophe und so. Und dass es Kinder dann immer hören. Die CD ist schon zweit, von Serge Rieger für die Kinder veröffentlicht. Manche einfache Lieder sind für die ganz Kleinen, andere mit mehr Rhythmus und Text sind für die Größeren, aber alle sind es in jeder Sprache. Mit der ersten CD, die wir gemacht haben, habe ich viele ältere gehabt, wie sie gekauft haben. Nicht? Und wie sie sagen, ah ja, das Kind singt bloß noch das. Wir sind immer so ledrischen Zustand mit unserer Kultur und mit unserer Sprache, dass ich jedes bisschen Dings wie mithelfen kann. Wir haben die schönen Lieder von René Aigles, wir haben noch viele andere. Wir haben Theaterstücke, wir haben auch Artikel auf Internet, wenn man von Internet reden will. Es gibt viele Sachen, wie man finden kann, wenn man sucht. Und ich glaube, jedes Kernel kann helfen. Dass ich bin noch immer da gewesen, in meinem Niveau zu verteidigen, was noch zu verteidigen ist. So, das Bild hier zum Beispiel, das habe ich geredet in einer Schule, wie wir ein ganzes Jahr Lieder gesungen haben über die Vögel. Sitzt der Amsel auf dem Bämmel schon im Morgenrot und ein Drossel in der Kandel frisst ein Stückchen Brot. Nachtigall ist schon im Bett, der Kuckuck ruft umsonst. Der Serge Rieger hat die Promotion von seinen Liedern gern von der Mora. Er tut sich aber im Augenblick in der Zeit im Garten für Villa. Wie alle Künstler fällt ihm die Beine. Die Konzerte gehen fester. Der Gewinner vom Gesangwettbewerb Stimme an 2018 macht sich Sorgen für den Kulturbereich. Wie lange das geht, kann effektiv gefährlich werden für manche. Alles, was man ein Lied zu singen auf einer Bühne, das geht 5 Minuten. Aber das sind Stunden vorher, erstens fürs Schreiben, fürs Harmonisieren. Das sind Stunden, wie für nichts mehr da sind. Nicht? Bei dem jetzt eine CD, da denkt man, dass vielleicht auch ein bisschen überhört auf der anderen Seite. Nicht? Durch YouTube habe ich schon Erwachsene, wie wir geschrieben haben, wie ich gesagt, sie singen es auch mit und singen es auch gern. Und die Melodien sind schön, Text genau. Voilà. Seine neuen CD und DVD sollte man Anfang Dezember kaufen können. Hunde ältere Gerät, für die Kinder wieder scannen. Auf mein Hiesel bin ich stolz, das ist das Leben und unser Holz. Wir machen wieder mit dem Jean-Claude Kühn in unserem Frau der Fresse.
bin Jean-Claude Kühn und ich bin Professor. Wir sind hier in Richstädt im Parc de la Maison Alsacienne. Das ist ein Freilichtmuseum. Ich dirigiere Adèle davon. Bist du frach oder frech? Ein bisschen frach. Von wo kommen diese, die hier sind? Sie kommen von verschiedenen Dörfern. Eckbersche, Blase, Kittelse, Plopse. Warum willst du all die Häuser schützen? Das ist unsere Geschichte. Da kommen wir, da haben innere Vorfahren gelebt. Und das müssen wir zeigen, wie, von wo das man kommt, für uns wissen, wie das man ohne will. Ajo. Mathematik oder Geschichte? Ja, ich habe gar keine Mathematik. Man lernt zu danken und das finde ich da oder falsch. Ein bisschen bitte Leute. Sind die Schüler frach mit dir? Nein. Das meiste haben sie mich gar. Was ist das elsassische Haus für dich? Wie man das Haus sieht, sagt man, ah, das kommt vom Elsass. Und nicht, ah, das hat man in jedem Dorf vom ganzen Frankreich oder vom ganzen Europa oder von der ganzen Welt bögen können. Tele oder Telefon? Ich habe kein Tele und kein Telefon. Warum? Ja, es fällt mir nicht. Ich kann ja ohne laufen.